Viele Leute haben ja Angst, so, sich selbstständig zu machen. Aber darauf gehen wir später nochmal ein. Wir haben 2017 damit gestartet. Wir brauchten viel Startkapital und die ersten Jahre haben wir nur Geld reingebuttert. Ja, haben wir das 3 Jahre gemacht. Dann kam Corona. Wir sind wirklich fast pleite daran gegangen, weil sie so krass expandiert sind, auch in die USA. Ne, und haben sich damit fast ihr super erfolgreiches Festival in Belgien kaputt gemacht mit einer zu schnellen Expansion oder die nicht ganz so geklappt hat. Viele Hits so, aber er ist auch noch zusätzlich eine Persönlichkeit und die Leute vielleicht auch teilweise deswegen kommen, nicht nur wegen der Musik. Du merkst es, wenn dann, wenn die Leute mehr fixiert sind, alle Handys raus, Licht an, noch mehr Show, das ist auch ein geiler Moment dann. Ich erinnere mich genau an den Moment. Wie lange wird das halten, ne, mit diesen ganzen KI-Geschichten und diesen künstlichen Beats und künstlichen DJs? Ich finde es ein bisschen gestört eigentlich. Es ist Teil unserer Entwicklung als Menschheit. Hochspannende Sachen, die so ein bisschen auch einem die Augen öffnen. Die Leute, die vorne stehen, sind nicht immer die, die das meiste Sagen haben. Ne? Dranbleiben und einfach nicht nur labern, sondern anfangen zu machen. Okay, willkommen zu einer neuen Folge Art About Life. Wir sind heute in einer sehr interessanten Konstellation hier. Wir haben sehr, sehr viel und gutes Feedback bekommen von unserem letzten Podcast schon. Deswegen denke ich mal, es ist eine gute Sache, dass wir wieder hier sind. Und wir haben uns so ein bisschen überlegt, unabhängig jetzt von natürlich von den interessanten Persönlichkeiten und Gästen, die in Zukunft auch noch folgen werden, werden wir ab und zu mal in dieser Konstellation mit meinem Bruder, Phil. Jop, sehr gerne. Und John, weil du hast auch Bock drauf. Auf jeden Fall, ja. Also letztes Mal gesagt, Feedback war nice. Auf jeden Fall, also ich habe richtig gemerkt, dass mich fast schon Fremde einfach angesprochen haben. Ne? Im Club, wenn wir unterwegs waren, also jetzt keine guten Freunde oder Kollegen, sondern einfach Gäste von uns sind wirklich auf mich zugekommen und haben gesagt, ey, cooler Podcast und so. Und das fand ich sehr interessant, weil dass einen Leute ansprechen auf irgendwas, was man gepostet hat auf 15 Sekunden bei Instagram, ist, glaube ich, normal und passiert, aber ich fand es krass, dass sich Leute 40, 45 Minuten Zeit nehmen. Ne? Also, ne, ihr wisst, ich bin selber nicht so jemand, der so viele Podcasts anhört. Deswegen finde ich es immer krass, dass sich Menschen wirklich ihre, das ist ja wertvolle Zeit, 45 Minuten nehmen, um uns zuzuhören und dann auf die Themen eingehen und durchweg positives Feedback. Und deswegen ja, habe ich gesagt, ey, es ist eine coole Sache, weil man kann so Messages und so einfach viel besser rüberbringen, als wenn man immer nur kurz was bei LinkedIn oder bei Instagram postet, weil da kann man nie so in die Tiefe gehen und das ist echt ein cooles Medium und habe ich so ein bisschen auch für mich selber entdeckt und deswegen hätte ich echt Lust, dass wir das so ein bisschen weiterführen und deswegen, wir haben ja alle so ein paar Fragen gestellt, welches Thema wir heute mit aufnehmen sollen und das können die Leute ja auch in Zukunft oder können sie auch hier dann wieder runterschreiben oder so, dass man so ein bisschen ja wirklich mit denen in Austausch kommt. Und ja, deswegen super gerne. Also auch an dieser Stelle nochmal, ne, an alle, die zuhören, zuschauen, gerne einfach mal sagen, vielleicht wen würdet ihr gerne sehen, in welcher Konstellation und was für Themen interessieren euch. Ich würde auch sagen, unabhängig mal von den Fragen, die jetzt von unserer Community kommen, kann man natürlich auch immer geil über tagesaktuelle Sachen sprechen. Ja, wir haben auch jetzt eine halbe Stunde über unterschiedlichste Themen gequatscht, die, glaube ich, auch viele andere interessieren würden und auch unsere Perspektive auf diese Themen. Ist, denke ich mal, auch eine spannende Geschichte. Ne? Thema Feedback nochmal. Als ich zum Beispiel bei deinem Event jetzt war, letztes Mal beim Speedway, darüber können wir auch gerne nochmal quatschen, fand ich ziemlich krass, wie viele Leute auch so, mit denen man gar nicht rechnet oder wie du schon sagst, die man kaum kennt oder 2-3 Mal gesehen hat, auf einen zukommen und sagen, ey, ich habe deinen Podcast gesehen, voll cool und so. Ich so, ja, der mit John, ne? Die so, nee, ich habe mir alle, ich habe mir auch ne, mit Laura Block oder dem Podcast, wo du deine zukünftigen Gäste vorstellst. Und das ist schon krass, muss ich sagen. Also, weil ich hab den Podcast gestartet, weil mir Podcasts auch vielerlei geholfen haben, so in vielen Bereichen. Oder ich finde das einfach ein interessantes Format. Vor allem, was ich gemerkt habe, du kannst halt wirklich in die Tiefe gehen. Ne? Das ist nicht dieses. Das ist so ein bisschen so eine Anti-Bewegung zu diesem Aufmerksamkeitsspanne-Ding von TikTok und Instagram, wo du wirklich nur teilweise ein Foto siehst, ein kurzes Video. Und wenn dann zum Beispiel irgendein Sportler, zum Beispiel Khabib mit Patrick Bet-David, ne, kann ich auch nur jedem empfehlen. Das war jetzt kein so ein intimer Podcast, aber teilweise entstehen so sehr, sehr intime Gespräche, wo, glaube ich, Menschen sich
mehr öffnen, als sie es machen würden auf anderen Formaten. So, weißt du, was ich meine? Deswegen war für mich Podcast immer so ein extrem spannendes Thema und deswegen habe ich auch so Lust bekommen, weil ich gemerkt habe, in so tiefgehenden, tiefgründigen Gesprächen reflektiert man auch sehr, sehr viel seines eigenen Tagesablaufes und vor allem reflektiert nochmal seine Ziele, seine moralischen Werte und Vorstellungen. So, weißt du, was ich meine? Man vertieft nochmal eigentlich das, woran man glaubt und das, wofür man brennt, wofür man lebt, reflektiert man in solchen Gesprächen und das rüberzubringen, war eigentlich das Ziel meines Podcasts. Mhm. Egal, mit wem ich hier spreche. Also zum Beispiel auch gestern das Gespräch mit Harry war sehr, sehr cool. Man lernt den Menschen einfach auch nochmal auf einer anderen Ebene kennen. Voll. Weißt du? Ich habe auch letztes Mal gemerkt, das habe ich dir nach dem Podcast gesagt, als wir saßen, wir haben uns lange oder fast noch nie so intensiv eine Stunde unterhalten, weil wir haben jetzt alle Flugmodus angemacht. Man ist heutzutage so selten noch intensiv 100%. In einem Gespräch, auch mit guten Freunden oder Family, weil du bist immer abgelenkt und so. Und man setzt sich ja sonst nicht normal hin und sagt, lass uns mal eine Stunde unterhalten. Es entstehen manchmal interessante Gespräche, aber nie. Man trifft sich und sagt, Jungs, lass mal unterhalten über das und das, sondern man geht vielleicht essen und dann entsteht manchmal ein interessantes Gespräch, aber oft halt auch nur bleibt es dann Oberfläche. Oft kann man dann nicht über den Zeitraum auch halten, das Gespräch, ne? Also so große Festivals haben so roundabout 2010, würde ich sagen, angefangen. Da kam dieser heftige Trend, wo die immer größer wurden, ne? Und dann hunderttausende Besucher irgendwann bei den ganz Großen. Das war so der Grundstein und dann kenne ich ja Jan schon sehr lange, den wir auch mal eingeladen haben. Vielleicht kommt er auch bald mal vorbei. Und er war für mich so der perfekte Partner, weil er ein sehr erfahrener Geschäftsmann ist, eine große Online-Spielefirma hatte. Und da war das cool, weil ich brauche einen erfahrenen Partner so, auch natürlich mit Eigenkapital, weil ein Festival ist was ganz anderes als einen Club zu starten. So, ne? Also du brauchst viel mehr Geld, das ist viel mehr Risikokapital. War ja auch eine Frage, glaube ich, von deiner Community, ne? Genau, das war so das Thema Club, was das kosten würde ungefähr. Da können wir ja später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber beim Festival war es wirklich so, wir brauchten viel Startkapital und ich kann sagen, die ersten Jahre haben wir nur Geld reingebuttert sozusagen. Das wussten wir aber auch. Was sind die größten Kostenpunkte, würdest du sagen? Damals haben wir ja noch, im Vergleich zu heute, haben wir noch alles wirklich selber gemacht. Also die Bühne war sehr teuer, also der ganze Bühnenbau, wir hatten im ersten Jahr 3 Bühnen, ultra teuer. Dann das ganze Sicherheitspersonal, wir hatten da 50, 60 Mann, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Die ganze Infrastruktur, damals, als wir das in Schleswig-Holstein gemacht haben, mussten wir Generatoren dahinstellen, weil nicht genug Strom da war. Das heißt, Dieselgeneratoren, Flutlicht für abends, also die ganze der ganze Sicherheitsapparat ist super teuer. Ne? Ja. Feuerwehr steht da, jeder bekommt irgendwie ein bisschen Geld. Das sind so die Plus-Marketing und dass es alles gut aussieht. Aber das war schon sehr, sehr teuer. Und dann haben wir das 3 Jahre gemacht. Dann kam Corona. Und jetzt haben wir jetzt ja bei dem Event, wo ihr jetzt gerade wart, das ist jetzt ja wieder in Hamburg, 45-Hertz-Gelände, mitten in Hamburg. Und da ist es eigentlich jetzt genauso, wie ich es haben wollte. Wir haben es wieder in Hamburg, können unsere Leute aus den Clubs damit hinziehen und die Jungs und Mädels vom 45 Hertz stellen sozusagen die Infrastruktur. Ne? Also die haben das Gelände gebaut, klar in Absprache mit uns, aber die kümmern sich um Bühne, Personal. Also wir haben damit nicht so viel zu tun und können es wirklich rein auf die Künstler konzentrieren, auf das Marketing, auf den Ticketverkauf und mehr den Fokus darauf setzen, dass viele Leute zu dem Festival kommen. Und früher war ich immer wochenlang damit beschäftigt, dass ich gucken musste, welche Sicherheitsfirma kommt und wer kann mir da noch helfen, welche Firma nehmen wir für den Bühnenbau und tausend Fragen. Und da bin ich jetzt gar nicht mehr so tief drin und kann mich wirklich darauf konzentrieren, dass die Leute Tickets kaufen und wir anzeigen. Es sind deutlich, deutlich mehr Faktoren, die da eine Rolle spielen als bei einer normalen Partyveranstaltung. Ja? Und 100%. Das Risiko-zu-Reward-Verhältnis ist ein ganz anderes dann dementsprechend. Ne? Safe, ja. Und jetzt können wir, ne, die letzten beiden Jahre haben wir dann auch Gewinn auf jeden Fall gemacht. Das ist auch cool. So, und so war aber, so war auch der Plan. Wir wussten das. Wir wussten natürlich nicht, wie viel Minus wir erstmal geschoben oder schieben werden. Aber wir haben damit schon immer gerechnet oder wussten, ein Festival ist ein Thema, selten, dass du beim ersten Mal schon im Plus landest. So, ne? Das ist klar. Ja, das ist so ein. So ein Festival wächst über die Jahre und das muss man halt einfach sagen.
Aber siehst du das Festival so als jährlich einmal Ding? Ja, schon. Ja. Echt? Ja. Also es gibt so, Tomorrowland macht manchmal dann Winter Edition noch und so. Mhm. Aber ich habe auch immer das Gefühl, das ist nie so erfolgreich, wie das dir das eigentliche. Wie das eigentliche so, ne? Und ich glaube, das sollte man auch so als ein Highlight im Jahr, im Sommer sozusagen beibehalten. Mhm. Wenn man das so geil findet, lieber dann noch ein zweites machen für eine andere Musikrichtung oder andere Zielgruppe. Aber das werden wir auf jeden Fall nur einmal im Jahr. Also mir ist auch aufgefallen bei den richtig riesigen Dingern, zum Beispiel so diese Hip-Hop-Festivals wie Rolling Loud, was eigentlich aus Miami kommt, wo die dann irgendwann so ein bestimmtes Wachstum hatten und sich geschafft haben aufzustellen, haben die dann Standorte noch erweitert, ne? Also Deutschland, Thailand und so. Aber da musst du erstmal hinkommen mit dem Festival, dass du das Spektrum sozusagen erweitern kannst von den Standorten oder halt Musikrichtung und so. Ne? Tomorrowland ist fast pleite gegangen an deren Expansion nach Brasilien. Mhm. Die haben in Brasilien was gemacht und das war auch so ein Thema, die sind wirklich fast pleite daran gegangen, weil sie so krass expandiert sind, auch in die USA, ne, und haben sich damit fast ihr super erfolgreiches Festival in Belgien kaputt gemacht mit einer zu schnellen Expansion oder die nicht ganz so geklappt hat, weil beim Festival auf dem Niveau, wenn da auf einmal 10.000 Leute weniger kommen als geplant, dann sind ein paar Millionen. Wie Wacken dieses Jahr zum Beispiel, ne? Man hat ja wunderbar gesehen, was Wetter sozusagen auch für einen Einfluss haben kann. Ne? Und da ist das in die Hose gegangen oder was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, also da war ja, die Wetterbedingungen war ja katastrophal, die Leute sind irgendwie nicht aufs Gelände gekommen, ne? Ja. Weil? Dann sind Leute teilweise aus Südamerika angereist, aus Chile und so, und die konnten nicht aufs Gelände rauf. So weil matschig alles war. Durchgeweicht war und Sicherheitswege nicht garantiert werden konnten. Sowohl für die Veranstalter als auch für die Gäste fatal, ne, muss man sagen. Ja, das sind halt so Sachen, darauf kannst du schwierig als Unternehmer einen Einfluss nehmen, ne? Gar nicht, an dem Wetter kannst du leider nicht beeinflussen. Wobei ich mal gehört habe, dass sie, ich weiß nicht, ob in den USA oder so, ich habe mal gehört, dass sie so mit so Drohnen oder irgendwie sowas in die Wolken knallen, damit Wolken abregnen. Ja, also möglich ist sowas. Das ist so verrückt. Also darüber gibt es auch so kranke Geschichten. Ja, und ich glaube, so in Belgien beim Tomorrowland oder in Miami beim Ultra, ich glaube, die würden sowas auch machen. Also da geht es um so viel Geld und dann. Ja. Das ist ganz witzig. Wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber es gab so Experimente in den 50ern von den Engländern, ich glaube, das waren 50er, 60er, da sind die mit Flugzeugen mit bestimmten Chemikalien oben in den Wolken geflogen, haben diese Chemikalien halt, ich weiß nicht wie, aber so verteilt auf jeden Fall. Und dadurch sind Regengüsse entstanden, wo sehr viele Menschen quasi gestorben sind, ihr Haus verloren haben und sowas, weil es halt dann Überschwemmungen gab. Ja. Und dann wurde das Ganze von der Regierung so quasi wieder vertuscht, so nach dem Motto, ach wie schlimm hier Umweltkatastrophe und sowas. Mhm. Obwohl die selber herbeigeführt hatten. Ja, obwohl das alles selber herbeigeführt wurde und in den nächsten Tagen kamen halt diese ganzen Unwetter so, zufälligerweise. Und von den Experimenten vom Militär wusste natürlich kein Mensch. Also Wetterbeeinflussung geht schon tatsächlich sehr, sehr lange, was ich persönlich nicht wusste, was auch ziemlich krass ist. Ja, dadurch ist auch diese Chemtrails-Geschichte, glaube ich, entstanden, ne? Genau aus diesem Fall damals. Meinst du? Dann steigern sich Leute auch extrem in sowas rein, ja klar. Und das ist halt crazy, ne? Weil die Beeinflussung von sowas, also in Dubai waren auch die Wetterbedingungen zum Beispiel gar nicht dafür gegeben, ne? Mhm. Die haben halt mit Drohnen diesen künstlichen Regen gemacht, da war halt krasse Überflutung auch ein paar Tage. Genau, und in England kam es halt wirklich zu einer Katastrophe, deswegen. Naja, nochmal zum Thema Festival. Wir waren ja auch, du warst auch da, ne, Phil? Ja, klar. Ich war auch am Start. Sehr gut. Ich fand's cool, wobei ich bin so ein Mensch, da gehen die Geister auseinander, ne? Ich sag einfach ehrlich so, ich hab kein, also ich, für mich ist kein Riesenunterschied, wenn jetzt ein DJ auflegt, der, keine Ahnung, 5.000 Euro bekommt. Für seine Stunde Arbeit oder ein anderer DJ, der jetzt 50.000 Euro dafür bekommt. Wie siehst du das so? Also weil du als Unternehmer in dem Bereich beschäftigst dich ja intensiv mit solchen Sachen. Also für mich ist es immer so schwer, vor allem bei Hausmusik. Also so, wenn jetzt ein Hip-Hop-Artist oder ich sag mal ein Singer-Songwriter live ne, performt und so, verstehe ich alles, kommt vielleicht, da kommt dieses Konzert-Feeling so auf. Ich sehe ja auch, dass die Leute, ich stand auch auf der Bühne, zwischenzeitlich habe ich auch gesehen, dass die Leute das so krass gefeiert haben. Aber für mich gibt es diese
spürbaren Unterschiede nicht so. Wie siehst du das? Das stimmt, also im Set selber nicht, weil alle DJs, die bei uns aufgelegt haben, sind super professionelle DJs, die das seit Jahren machen. Also alle können davon gut auflegen. Mhm. Klar gibt es einen, der ist vielleicht 5% besser oder hat an dem Tag einfach einen guten Tag, ist mega gut drauf, macht Action. Da hast du recht. Also alle können gute Musik spielen, können eine gute Show abliefern. Aber man merkt es natürlich, doch bei einigen ist der Hype da. Und das ist dann auch eher so ein bisschen so Personenkult, sage ich mal. Die Leute freuen sich, haben ein Bild dazu. Bei Puentes ist es natürlich auch so, dass er einfach ein super erfolgreicher Influencer ist. Er war der größte Künstler jetzt auf dem Festival. Ne? Also unser Headliner. Ne? Mhm. Und der jetzt unabhängig von seiner Musik einfach natürlich auch eine Persönlichkeit so, ne? Viele Hits so, aber er ist auch noch zusätzlich eine Persönlichkeit. Und die Leute vielleicht auch teilweise deswegen kommen, nicht nur wegen der Musik, sondern auch weil er einfach ein guter Influencer ist oder eine interessante Künstler, Persönlichkeit ist. Und bei ihm ist natürlich, das Set unterscheidet sich ein bisschen von den anderen Jungs, weil er hat selber sehr viel eigene Musik schon produziert. Also er kann in seinem Set einfach viele eigene Edits spielen oder eigene Songs und darauf warten die Leute so ein bisschen. Die anderen DJs haben natürlich auch ihre eigenen Produktionen, aber teilweise nicht ganz so viel oder auch nicht ganz so bekannt. Und so ist natürlich immer dieses Coole, du gehst ja auf ein Konzert, klar hast du das Lied schon 100 Mal im Radio gehört oder bei Spotify, aber du willst es einmal von dem vom Künstler hören, selbst, ne? Der es gemacht hat. Ich war jetzt auch auf Ibiza im High an einem Mittwoch und da hat Fischer aufgelegt und sein bekanntes Lied ist ja dieses Losing It und alle Leute haben die ganze Nacht nur darauf gewartet, bis dieses Lied kommt. Das Lied spielt auch jeder andere DJ jede Nacht und da sind Leute, ja, cooles Lied, aber da war so dieser Sog, auf einmal haben alle ihr Handy rausgeholt und alle waren so 100% auf ihn und auf dieses Lied fixiert, obwohl es genauso gespielt wurde wie von allen anderen. Das ist immer ein interessanter Punkt. Und die machen es natürlich auch schlau. Hat das sehr spät gespielt. Ne? Weil die Leute, man hält die Leute sozusagen so lange da, weil die sagen, diesen Moment will ich noch mitbekommen. So und es ist dann auch ein krasser Moment. Du merkst es, wenn dann wenn die Leute mehr fixiert sind, alle Handys raus, Licht an, noch mehr Show, das ist auch ein geiler Moment dann. Und den kann man so künstlich erzeugen. Und das haben wir natürlich beim Festival auch mit dem einen oder anderen Künstler gemacht oder mit dem einen oder anderen Hit. Und das gibt dann einfach geile Bilder, geile Fotos fürs Aftermovie und eine coole Stimme, woran du dich erinnerst. Weil ich erzähle das jetzt auch, weil ich erinnere mich genau an den Moment und nicht an alles andere, was in der Nacht passiert. Ich finde das ganz spannend, dass du das genauso erzählt hast, weil dadurch, dass der Originalinterpret sozusagen das nochmal performt, ne? Genau. Die Frage ist, wie lange wird das halten, ne? Mit diesen ganzen KI-Geschichten und diesen künstlichen Beats und künstlichen DJs das und so. Das ist so krass. Das ist mega interessant, wie sich auch Festivals dadurch entwickeln werden, ne? Das ist sowieso verrückt. Das beeinflusst alle Branchen, glaube ich. David Guetta hat ja so ein Lied mit Eminem gemacht und Eminem wusste davon nichts. Auf einmal performt er das auf so einem Festival und so, what the fuck, so, weißt du? Das wusste ich auch gar nicht. Also ich habe gehört, dass noch immer weiter entwickeln, so. Das ist auch dass KI auch Musik macht, aber ich finde es halt. Also ich finde es ein bisschen gestört eigentlich, ja, aber... Ist schon crazy. Ja, teilweise auch so ein Lied von Drake, ne, das war ja auch, ist ja auch durch die Decke gegangen. Viele dachten tatsächlich, das ist ein neues Lied von Drake und das ist komplett von der KI, von A bis Z, vom Beat, von der Stimme, Melodie. Und das ist wirklich so, die nehmen halt alle Daten oder diese KI nimmt alle Daten zusammen, rechnet sich da quasi was zurecht, weiß dann genau, welche Algorithmen die Menschen triggern. Hm. Und das ist so erschreckend, weil an sich ist das Ding ja schon so weit, uns in die Irre zu führen. Weißt du? Voll. Geht auch ein bisschen so diese Magie verloren. So, das finde ich ein bisschen schade. Deswegen, ich hoffe nicht, dass sich KI jetzt so krass schnell entwickelt. Weil irgendwie vor allem musiktechnisch. Das, ne? Weil das halt irgendwie so ein bisschen unauthentisch. Dann können wir auch sagen, wir brauchen keinen Podcast mehr machen, wir fragen einfach KI. Der so, wenn wir 20 Podcasts gemacht haben, kann die KI bestimmt auch daraus einfach einen Podcast machen, den es eigentlich ja gar nicht gibt. Sind wir gar nicht mehr so weit weg von, ne? KI-Filme, Hollywood wird sich komplett ändern. Aber super interessantes Thema für einen eigenen Podcast, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall. Aber was ich immer dazu gerne sage, es ist Teil unserer Entwicklung als Menschheit. Es ist Teil auch unserer DNA und es wird in unsere DNA übergehen, weil ohne dieses Thema geht es nicht mehr. Nee. KI oder ich sag mal Algorithmen und Leute, die das schlau, intelligent für sich zu nutzen wissen, schon seit Jahrzehnten auch, sag ich mal, Algorithmen, Berechnungen, was zum Beispiel auch im Investmentbereich sehr, sehr interessant ist, da gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele von Leuten, die damit super, super erfolgreich geworden sind, die quasi nach
diesen Berechnungen, was weiß ich, dann dementsprechend geschortet haben, also auf Aktien gesetzt haben, die dann runtergehen oder eben Unternehmen gekauft haben oder Aktien von Unternehmen gekauft haben, wo die wussten, okay, die Ernte heute oder dieses Jahr wird sehr, sehr gut aufgrund des Wetters. Und solche Dinge haben die alles reingeschmissen in so quasi damals zu dem Zeitpunkt die besten verfügbaren Computer und haben dadurch halt auch, sind dadurch extrem erfolgreich geworden, zumindest monetär, ne? Was uns ja mal alle Leute fragen, wie man sein Geld am besten anlegt, oder sie kam ja bei allen, also einfach KI-Fragen und dann wisst ihr, wie es geht. Also die Frage kam ja bei uns allen drei, immer dieser Klassiker, wie legt ihr euer Geld an, was macht ihr? Artem hat die Antwort einfach, KI-Fragen, so einfach ist es. Ja, und ich glaube, wäre schön, wenn es so einfach wäre. Wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber ich glaube, wenn man diese Technologien zu verstehen weiß und für sich zu nutzen weiß, kann man schon in sehr vielen Bereichen. Voll. Das Ding schreibt so geile E-Mails mittlerweile, ne? Also ChatGPT. Ich habe es tatsächlich noch nie genutzt. Google also, Mail implementiert das schon in die Google Mail App auf dem PC. Ich bin zu oldschool. Automatisch antworten. Ich habe ChatGPT noch nie benutzt, ich habe gar nicht die App oder das die E-Mail. Crazy, das ist crazy. Genau, was man jetzt merkt, ist so, dass die großen Softwarehersteller und die großen App-Hersteller und sowas diese KI für sich mittlerweile so integrieren, dass es für uns wieder so noch einfacher, benutzerfreundlicher gemacht wird, weil diese KI-Tools, die es bisher so gab, da musst du so, ja, das ist immer noch so ein bisschen... Gab es auch nicht als App oder so, gibt es immer noch nicht als App? So, ne? Nee, glaube ich nicht, also ich glaube... ChatGPT gibt es als App, ne? Ja, doch. Aber auch seit kurzem. Es gibt halt sehr viele Videobearbeitungsprogramme. Photoshop hat das schon implementiert, dass du eigentlich mit Text deine Fotos bearbeitest, ne? Ja. Also bald kommen wir auch dahin, wo man eigentlich gar nicht mehr wirklich die Programme lernen muss, sondern mit recht oberflächlichen Kenntnissen tiefgründig Bilder bearbeiten kann oder Videos schneiden. Ja. Und irgendwann brauchst du das gar nicht mehr tun, weil die Videos von selber entstehen, ne? Also in Zukunft wahrscheinlich. Es ist so verrückt. Es gibt sehr, sehr coole Videos. Du hast mir auch ein paar Sachen geschickt, Phil. Der Typ, der darüber spricht. Ja, Evoluza, super, super YouTube-Channel, würde ich jedem empfehlen. Geiler Typ auch. Der macht auch über, der hat auch über ein paar andere Themen sehr, sehr coole Videos gemacht. So New World Order, erklärt die Hintergründe, Präsident vom Weltwirtschaftsforum. Wie heißt der Typ nochmal? Achso, ja, über Klaus Schwab. Ja, Klaus Schwab. Über WEF, World Economic Forum. Also so spannend, wirklich hochspannende Sachen, die so ein bisschen auch einem die Augen öffnen, wie die Welt tickt, wie die Welt funktioniert. Ich finde es weder schlecht noch gut. Man muss einfach Realist sein. Und ich finde, wenn man solche Sachen hört, man muss sich das anhören, man muss das akzeptieren, dass teilweise Sachen so sind, wie sie sind in dieser Welt. Und halt das Beste das, draus. Genau, das, was man verändern kann, für sich dort rausziehen, das verändern, was man verändern kann, den Rest so sein lassen, wie er ist. Und ich bin immer dafür, keine Lüge zu leben, sondern immer einfach vom realistischen Standpunkt auszugehen, so tickt die Welt. Es gibt nun mal gewisse Unternehmen wie BlackRock oder Vanguard, die Welt gekauft haben mittlerweile, ne? Weil wir reden über Trilliarden, also wir reden über Summen, die besitzt kein Mensch so alleine oder nicht mal ein Land. Weißt du, so 70 Trilliarden Vermögensverwaltung, ne? Ja, und verwalten über 70 Trilliarden. Patrick Bet David redet auch darüber. Ganz interessantes Thema, wir schweifen wieder aus, aber ich glaube, ist auch okay. Dafür ist ja ein Podcast auch da teilweise. Dass einfach zum Beispiel so ein Unternehmen wie BlackRock knapp, was war das, 80% der Top 500 Unternehmen in Amerika. Es gibt ja so wie ein DAX, so wie ein DAX in Deutschland. Viel, gibt es auch in Amerika quasi die Top Unternehmen. Genau, Top 500 kannst du dir quasi als Wert kaufen oder als Invest kaufen. Und ein Unternehmen auch von besitzt, Warren Buffett und so als Fonds machen ja ganz viele. Genau. Habe ich auch. Also ist eine coole. Gehört ja fast in jedes Portfolio, so, glaube ich, wenn man sich damit beschäftigt. Aber Sehr breit. Was halt sehr krass ist, die besitzen teilweise so, ich sag mal, Anteile, die schon sehr entscheidend sind, wo man mitreden kann. Ob das jetzt 10, 15 oder 20% sind, wo man schon sagen kann, zum Beispiel so ein Unternehmen, so ein Gigant wie BlackRock, der Anteile in 80% der größten Unternehmen, der börsendotierten Unternehmen in Amerika besitzt, kann einfach dann in jedem dieser Unternehmen theoretisch Köpfe rollen lassen. Theoretisch. Ja, ne? Ja, dem, wie viel Prozent sie da haben. Aber ja, die haben schon eine... Die haben Mitspracherecht zumindest. Weißt du, was ich meine? So bei jeder Versammlung oder
Unternehmerversammlung haben die schon ein sehr, 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 sehr großes Mitspracherecht und haben Teil vom Kuchen. Und das ist etwas, worüber Evoluza, ne, heißt er? Zum Beispiel auch. Ja, in seinem Video sehr, sehr interessant, spricht an dieser Stelle auch eine Empfehlung, sich damit mal zu beschäftigen und mal reinzuziehen, wie die moderne Welt aktuell so tickt. Und die wird halt nun mal durch den Einfluss von so einflussreichen Unternehmen beeinflusst. Ne? Das ist halt mega interessant, weil viele stellen ja so Milliardäre an Pranger oder so. Riesenunternehmer, ne? Und die wissen gar nicht, was da noch dahinter steckt. Ne? Das ist ja wie bei der Politik. Die Leute, die vorne stehen, sind nicht immer die das meiste Sagen haben. Ne? Absolut. Und zum Beispiel jemand wie Elon Musk wird dann sofort verantwortlich gemacht für irgendwas. Mhm. Aber die verstehen nicht, dass jemand wie Larry Fink, der CEO von so einem riesen Vermögensunternehmen, eigentlich die Macht hat zu sagen, du bist der CEO davon, wenn du das und das nicht machst, dann bist du ganz schnell wieder dein Geldhahn zu oder deine Position weg. Ja. Das sind also riesen viele Faktoren. Das Schöne ist trotzdem, um vielleicht das Thema KI abzuschließen, trotzdem merken wir, KI ist auch nicht so schlau. Wenn du jetzt KI fragst, wie werde ich Millionär morgen oder wie werde ich erfolgreich, es gibt trotzdem nicht dieses Geheimrezept, weil sonst würde dir jeder einfach fragen, hey, wie geht das? Und dann würde er es machen und dann wären alle erfolgreich. Das ist ja das Coole. So bleibt es Gott sei Dank für immer. Auch um die KI zu beherrschen, musst du auch wieder darin gut sein. Ja. Klar, die am besten mit der KI umgehen, werden damit erfolgreich sein, aber es wird auch 95% werden das auch wieder nicht richtig nutzen können. Und deswegen bleibt es am Ende trotzdem spannend und authentisch, dass nicht jeder einfach fragen kann, ja, wie mache ich jetzt das und das und wird dann erfolgreich. Das wäre da kommt wieder dieses Ding, du musst es ja auch umsetzen. Genau. Viele haben ja auch kurz vorher drüber gesprochen. Ich glaube, wir können auf das Thema mal jetzt ein bisschen auch intensiver eingehen. Mhm. Wir brechen das Ganze wieder runter von dieser weltpolitischen Bühne und einem großen Unternehmen wie BlackRock. Für jeden Einzelnen, der jetzt den Podcast hört, vielleicht, dass wir oder dass du, John, nochmal darauf eingehst. Wenn man jetzt gründen möchte, ne? Ich glaube, da ist schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, diese Kontinuität und dranbleiben und einfach nicht nur labern, sondern anfangen zu machen. Am Anfang habe ich ja vorhin gesagt, das ist so oft, wenn ich mich darüber unterhalte oder wenn ich mich selber gefragt habe, was kann man noch Neues machen, einfach, wenn man eine coole Idee hat, sage ich immer allen Leuten, macht einfach. Also stellt euch nicht zu viele Fragen. Mhm. Wenn ihr ein kleines Startup gründen wollt oder so, dann müsst ihr jetzt nicht 5 Marktanalysen machen und irgendwelche Leute dafür bezahlen oder eine Werbeagentur schon im ersten Schritt holen. Einfach erstmal starten auf ganz kleiner Flamme, so dann bekommt man die meisten Erfahrungen. Manchmal entwickelt sich ein Geschäftsmodell noch eine ganz andere Richtung. Das heißt, du wolltest eigentlich Geschäft A machen, aber daraus ist Geschäft B geworden. Und das ist eigentlich viel spannender. Und da sage ich, das ist das Wichtigste am Anfang, was Unternehmertum, weil so viele, wisst ihr ja selber, haben coole Ideen, kommen damit auf einen zu oder erzählen das im Freundes- und Bekanntenkreis, aber da wird nie was draus. Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Ja, so. Das ist immer so, die machen dann noch ein Geheimnis daraus, was sie für eine Idee haben. Ja, ich kann dir das nicht erzählen. Also erstmal, wie soll ich dir dann helfen? Oder meine Meinung? Und dann das ist immer das Geilste. Dann sag ich, die Idee an sich ist doch erstmal nichts wert. Also Ideen haben ganz viele Menschen, sehr, sehr gute Ideen. Ne? Also, und ich bin gar nicht so der Allerkreativste, was Ideen angeht, aber da gibt es viel bessere Leute, aber ich sehe die trotzdem irgendwie, die machen trotzdem nichts in Selbstständigkeit oder sind trotzdem einfach noch in ihrem Angestellten-Dasein, was ja auch okay ist, wenn sie damit happy sind, aber die kommen nie über diesen Schritt der Idee hinaus und das finde ich immer schade, deswegen sage ich Leuten einfach, fangt einfach an, sofort auf ganz kleiner Flamme, macht eine GbR, macht einen kleinen Gewerbeschein, seid ihr Einzelunternehmen und sofort könnt ihr ja theoretisch starten, ihr bekommt eine Steuernummer, also habt ihr die absoluten Basics. Man braucht keine GmbH gründen, man braucht keine UG gründen. Man kann, wenn man zu zweit, ne, außer, das ist jetzt super, beim Festival haben wir eine GmbH gemacht, wo einfach viel Geld mit drin steckt, aber bei einer kleinen Sache, fang doch einfach super rough an. Ja, da sind viele Verbindlichkeiten, ne? Es geht um so Sachen wie Versicherungsthemen und sowas, das ist ein anderes Geschäft, aber grundsätzlich hast du absolut recht. Aber das kann man ja auch alles noch... Der Pragmatismus fehlt halt, ne? Muss man ganz konkret so sagen. Das kann man alles im Nachhinein noch machen. Also wenn es dann so super gut läuft, dann kannst du dir Top-Steuerberater holen, dann kannst du deine Firma umfirmieren, dann kannst du eine Holding gründen, du kannst ja alles machen, aber damit brauchst du dich doch erstmal nicht beschäftigen. Also das sind zu viele... denken das Ganze tot und machen sich selber bürokratisch platt sozusagen, anstatt einfach zu sagen, hey, das ist meine Idee und ich versuche es jetzt und lerne dann im Doing.
Auch ja. Businessplan. Ich habe noch nie einen echten Businessplan, außer für die Uni mal geschrieben, weil was willst du denn vorplanen? Also auch immer so 20 Seiten lang. Kein Mensch, also wenn ich das könnte oder wenn das jemand kann, der wirklich die nächsten 3 Jahre vorcasten kann. Ja, das ist natürlich das so ist, super im Detail dann. Ne? Ja, und das, gut, einige brauchen das für Kredite, weil Banken das haben wollen, aber da denke ich mir auch immer, wer kann denn in den nächsten 3 Jahre in die Zukunft schauen? Deswegen das ist auch eher so ein Konzernding, oder? So, wenn du schon in so einem Konzern bist, wie Lebensmittelkonzern, ja. Und du willst jetzt die x-te Limonade oder keine Ahnung, den x-ten Energy Drink oder die x-te Pizza, den x-ten Energy Drink rausbringen und dann sagst du, okay, du machst jetzt eine groß angelegte Marktforschung und sowas. Und selbst da, ich habe ja sehr viel Erfahrung in diesem Bereich, weil ich auch viele Dinge so mitbekomme, auch wie es bei größeren Konzernen abläuft oder Leute, die sich irgendwann von dem großen Unternehmen in die Selbstständigkeit verabschieden. Mm. Die erzählen auch sehr, sehr viel. Und was da an Planungswahnsinn und so große Unternehmen haben oft das Problem, diese Kommunikationsstrukturen gehen dadurch kaputt, crazy. Weißt du? Also, beschweren sich über Bürokratie, aber ja. Sind selber so ein Bürokratiemonster. Genau. Und die sagen immer, der deutsche Staat ist so bürokratisch. Viele Großunternehmen sind irgendwann selber so Bürokratiemonster. Genau, und das passiert oft deswegen, weil die Leute Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Ja. Ganz einfach. Auch in den Unternehmen fehlen ja. Leute, die sagen, wir machen das genau, jetzt einfach. Weil und, die sagen, ne? Die wollen lieber die Verantwortung abgeben an die nächste, an die genau. Nächste, an die nächste, an die richtig, nächste genau. Quasi Abteilung, um dann, wenn es schiefläuft, bloß nicht verantwortlich für gemacht zu werden und wiederum, wenn das Erfolg hat, zu schreien, so ja, habe ich doch gesagt oder wusste ich schon eh. Und das ist so dieses, glaube ich, auch, was man dann runterbrechen kann auf viele andere Menschen, die sehr lange überlegen und vielleicht sogar eine coole Idee haben, aber sie nie umsetzen. Die machen es einfach nicht. Genau. Also man muss einfach so eine Unternehmenskultur schaffen, auch in Großunternehmen, dass so einfach, dass Leute das Gefühl haben, ich kann hier eine Idee reinbringen und dann wird sie auch umgesetzt und man macht es und man gibt ihnen die Chance. Und ich glaube, ja, einige Unternehmen machen das natürlich, sonst wären sie nicht so erfolgreich, aber das wäre cool, wenn Leute das noch mehr machen. Und das ist ja eigentlich der beste Tipp, den man Leuten geben kann, die vielleicht auch Anfang 20 sind oder gerade mit der Uni fertig sind oder gerade mit der Schule und einfach Lust haben, was zu machen, einfach machen. Solche Menschen sind auch ultra auf Unternehmensseite gefragt, also auch als Arbeitnehmer, ne? Und ich finde das gar nicht so verkehrt, teilweise sich erstmal in so ein Unternehmen zu probieren und dann daraus sozusagen Eigenverantwortung und Führungsqualitäten zu entwickeln, ne? Und dann vielleicht sich selbstständig zu machen, weil du hast ja super die Orientierung, wie funktioniert ein erfolgreiches Unternehmen und ich möchte Verantwortung übernehmen und ich bringe meine Ideen ein. Und daraus, aus der Expertise, kannst du halt dich perfekt selbstständig machen, wenn das Ziel auch ist. Ne? Wenn du solche Mitarbeiter findest, die einfach in deinem Unternehmen denken wie selbstständig, dann hast du die besten. Ich habe 2, 3 Freunde, wo ich sagen würde, die arbeiten in Unternehmen, aber sie arbeiten wie Selbstständige. Das heißt, sie sind so motiviert, sie machen Überstunden, sie führen oder sie agieren in einem Unternehmen, als wenn es ihr eigenes wäre. Und das sind Traumangestellte. Also wenn du solche Leute hast, musst du sie versuchen, für immer an dich zu binden, weil die sind ganz selten und irgendwann machen sie sich dann meistens sowieso selbstständig, wenn du sie nicht genug förderst oder nicht genug lässt. Und davon gibt es halt wenig. Oder Dividende oder Gewinnbeteiligung. Irgendwie Prozente, so, weil da gibt es echt wenige von, die sagen, ich mache mich nicht selbstständig, sondern ich lebe ein Leben eines Selbstständigen, aber in einem Unternehmen. Mhm. Und das, ja gut, weil das die sich irgendwo, und trotzdem, weil es ein doppeltes Netz vielleicht für die gibt. Ne? Ja. Aber viele Unternehmen leben wegen solchen Menschen überhaupt. Ja. Weißt du, was ich meine? Also klar, es gibt dann einen Gründer, es gibt irgendwann mal eine Gründerfamilie, vielleicht vor allem so generationsgeführte Unternehmen, die leben von solchen Menschen, die sehr viel Verantwortung in die Hand bekommen, aber diese Verantwortung auch geil umsetzen können. Ja, ne? Das ist dann solche Leute zu finden und zu fördern, ist natürlich auch wieder eine Kunst eines Unternehmers oder eines CEOs oder einer Gründerfamilie, diese Leute zu finden und dann zu fördern. Naja, auch, dass die Leute dich mögen als Unternehmer. Weil oft sehe ich das so, oft ist es ja so, dass einfach die Kommunikation auf menschlicher Ebene, weißt du, dass das am Ende das Wichtigste ist, um so jemanden in deinem Unternehmen zu halten. Oder dass die Leute wirklich Lust haben, sich mit dir hinzusetzen und für dich und mit dir zu arbeiten. Weißt du, was ich meine? Das heißt, dass du auch auf persönlicher Ebene die Leute abholst. Und das können viele mittlerweile nicht mehr. Das ist so, was mir so auffällt. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die nicht jedem in die Wiege gelegt ist, aber
die Leute, die das drauf haben, müssen fachlich gar nicht so krass gut sein, sondern die können diese Leute, die fachlich so gut sind, einfach dadurch so krass für sich überzeugen. Und die haben natürlich aufgrund dessen, dass die vielleicht ein Unternehmen geerbt haben, bekommen haben, haben die natürlich die Zügel in der Hand, ne? Rein juristisch gesehen. Aber eben solche Leute von sich zu überzeugen und zu sich zu holen, ist langfristig das Allerwichtigste für jedes Unternehmen. Deswegen glaube ich auch mittlerweile, HR ist ja so riesig wie noch nie zuvor wahrscheinlich. Ne? Das stimmt. Unsere Headhunter und HR-Agenturen laufen ja gerade auf Mega-Hochtouren. Ne? Und solche Leute sind ultra gefragt, auch die Headhunter selber, die dann solche Leute raussuchen. Das ist echt ein krasses Business. Und das ist kein Zufall, dass das jetzt so ist, vor allem nach Corona und so. Aber generell, ich glaube, Führungsqualität im Unternehmen ist sowieso immer wichtig. Und da spielt auch wieder sowas wie Empathie eine riesige Rolle. Ne? Du musst dich in die Mitarbeiter oder der Mitarbeiter auch in den Chef geht, in beide Richtungen so hineinversetzen. Auch in die Lebenssituation. Das, genau, das muss übers Geschäft hinausgehen. Du musst am Ende, wenn du eigentlich schon fast mit dem befreundet sein, richtig, oder auch persönlich immer. Da ist natürlich auch das Problem, man kann nicht mit jedem befreundet sein. Also, weil klar. Man muss auch ein bisschen Glück haben, weil egal wie korrekt jemand ist, ihr kennt das sehr, manchmal denkt man, das ist ein korrekter Mensch, der macht auch, aber es vibe trotzdem nicht so 100%, weil du kannst dich ja nicht wirklich zwingen, mit jemandem befreundet sein. Also entweder es stimmt oder es stimmt nicht so. Du kannst nett sein, cool sein, respektvoll und so, aber du musst auch ein bisschen Glück haben, dass du vielleicht dann noch jemanden findest, wo du sagst, ähnliche Interessen und man mag sich wirklich gerne auf einer freundschaftlichen Basis. Und das ist dann das Optimum. Das ist eine sehr coole Basis, um was zu starten. Und viele sagen so, ja, Privates und Geschäftliches bloß nicht verbinden. Ich bin da anderer Meinung. Ich bin der Meinung, ich interessiere mich auch für, ich möchte mich für den Menschen interessieren, mit dem ich auch ein Geschäft mache. Weil am Ende des Tages eine GmbH zusammen zu gründen, ist wie ein Ehevertrag. Voll. Ihr macht das also, ja auch. Ihr arbeitet zu dritt mit eurem Vater zusammen, ich mit meinem Bruder, mit meiner Cousine, so, und alle anderen, mit denen ich Geschäfte mache, Jan, Kevin, Pascal und Nasse, sind alles enge Freunde auch von mir. Und ich finde es total schön, weil wenn man dann zusammen Erfolg hat, ist mega, man kann die zusammen feiern und man ist sogar noch befreundet und hat ein riesiges Vertrauensverhältnis. Ja. So, ne? Das ist eine richtig coole Sache. Ja. Ja. Deswegen, also ich wollte nur nochmal darauf eingehen, dass Empathie so ein Riesenfaktor ist, ne? Weil ohne Empathie gibt es auch keinen Teamgeist. Selbst ob man sich super mit dem privat auch versteht oder nicht, trotzdem muss man immer so ein bisschen versuchen, dass das nicht verloren geht. Ne? Also dass man, der Teamgeist muss gegeben sein, egal, ob wir jetzt beste Freunde privat sind oder uns nur geschäftlich verstehen. Ja, und auch zum Beispiel so, es gibt gewisse Dinge, mit den Talenten musst du geboren sein. Ne? Ganz, ganz klare Sache. Für einen Kampfsportler ohne stabile Knochenstruktur, früher oder später wirst du schwer verletzt oder hast immer wieder Verletzungen und du kannst es versuchen, wie du willst. Du musst für gewisse Sachen geboren sein. Genauso, es gibt Menschen, die einfach mit einer unfassbaren Empathie geboren sind, die einfach gesegnet sind mit einer gewissen Selbstreflexion, Fähigkeit zur Selbstreflexion, Fähigkeit zur Selbstentwicklung dadurch auch, ne? Dass die eine gewisse Entwicklung im Leben durchlaufen. Andere Menschen sind damit vielleicht weniger gesegnet, ne? Und deswegen würde ich auch sagen, ist nicht jeder vielleicht dafür geeignet, gemacht, ein super erfolgreicher Unternehmer zu werden. Aber ich sage auch, selbst wenn du nicht mit diesen Fähigkeiten per Geburt gesegnet bist, kannst du ein sehr, sehr krasses, gutes Level für dich persönlich erreichen. Sprich, du machst aus dir selbst die beste Version. Ne? Guck mal, ich bin von Natur aus jetzt nicht der krasseste, hab nicht die krasseste Bodybuilder-Genetik. Trotzdem durch Consistency, also durch regelmäßiges Training, dass ich für mich gesagt habe, ich trainiere nicht, weil ich darin irgendwie einen Sinn oder Grund sehe, sondern das ist für mich einfach ein Ritual geworden. Und durch diese Kontinuität habe selbst ich mit meiner vielleicht nicht so gesegneten Genetik geschafft, ne, einen gewissen Körper aufzubauen. Und genau so funktioniert eigentlich Unternehmertum, würde ich sagen. Dass du halt gewisse Dinge wahrnimmst, sagst, das und das und das sind die wichtigen Skills und fängst an, die jeden Tag so langsam Step by Step zu entwickeln. Von heute auf morgen hat keiner einen guten Körper bekommen, von heute auf morgen ist keiner ein krasser Unternehmer geworden, von heute auf morgen
hat niemand den Durchblick in Steuern, in juristischen Fragen bekommen. Und da holt man sich natürlich auch dann Rat und Tat zur gegebenen Zeit. Aber Anfang ist erstmal das Wichtigste. Und ich glaube, das ist, was viele so krass unterschätzen. Ne? Ich habe zwei Punkte. Einmal würde ich ganz kurz noch auf Gene eingehen. wie krass Gene, du weißt ja, bei meinem Geburtstag vor ein paar Tagen im Noho, wie groß ist bitte der Sohn von Klitschko? Also da hat man gesehen, was geht, also da wusste ich, okay, krass, wie kann man Gene weitergeben? Die Mutter ist ja auch 1,82, 83 ja, okay, Model. Ja. Also die Mutter war ja hauptberuflich Model, hat dann irgendwann Vitali Klitschko kennengelernt und so ist die Beziehung bei denen entstanden. Also wir sind ja auch nicht klein. Aber ne? Wir sind 2,15 oder so, ne? Wir sind echt nicht klein. Ich habe ein Foto mit dem, das aber ist unfassbar. Aber ich habe selten so einen großen Menschen gesehen. Und dann, wenn man diesen Hintergrund noch kennt, dann ist es eigentlich voll witzig. Ja. Seine beiden oder sein Vater und sein Onkel sind halt schon große Männer. So. Und dann merkst du, da hat man echt gemerkt, krass, wie der Genpool da so reindrückt. Und ich sag ja, wir sind alle drei nicht klein. Und dann, ich musste so machen, Wahnsinn. Und deswegen gerade, da sieht man 2,17 Meter, 17, ne? Oder wie groß ist das? So 2,16, also 2,17. Zwischen NBA-Spielern auch sehr groß, sehr hoch. Ja. Ne? Ja. Also das neben, LeBron James wäre halt auch... Das ist groß, nur noch das zum Thema Genpool, also es existiert wirklich. da ist es nur sichtbar. Genau, richtig. Von den Skills, von denen ich gesprochen habe, sind halt Soft Skills, die sind nicht immer sichtbar, weißt du? Mindset ist auch viel. Und er muss ja auch kein guter Boxer sein oder sonst wie, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sieht man, die Körpergröße wurde definitiv vererbt und das war auf jeden Fall sehr witzig. Ich war schockiert, als ich den gesehen habe. Ich dachte erstmal, das ist eine Person, die gerade auf so einem auf der Couch steht. Und dann Flo hat mich so gerufen, weißt du, ich komme dann dahin, ich gucke so, der steht nicht auf einer Couch oder so, sondern der Typ ist einfach 2,17 Meter groß. Also das war echt schon verrückt. Und er ist sehr korrekt, um das nochmal zu sagen. Also, ja, sehr, sehr bodenständiger Junge, ne? Richtig. Also der muss man echt sagen. Das stimmt. 18 Jahre alt, ne? Ja. 2,16 Meter, 17, 18 Jahre alt. Kann er sogar noch ein bisschen wachsen. Ja. Da geht noch was. Ja, das ist schon. Geht jetzt nach Amerika. Was mir nur kurz eingefallen ist zum Gehen. Und dann wollte ich euch nochmal was fragen zum Thema mit Family oder Friends Firmen gründen oder auch betreiben. Da habe ich oft gemerkt, oder wie ihr das macht, man muss da immer ein bisschen aufpassen, wenn man so viel Business zusammen macht, dass man nicht nur noch Business zusammen macht. Ich habe oft gemerkt, wenn ich mit Freunden, man sieht sich so oft, man hat so viel Kontakt und vergisst manchmal, dass man ja eigentlich noch befreundet ist. Und man muss sich manchmal auch vom Ding her, finde ich, dazu zwingen, auch mal was Privates zu machen und so Quality Time, weil sonst kann es schnell passieren, dass du sagst, so ja, die sehe ich ja jeden Tag, man ist jeden Tag im Austausch, aber man darf nicht vergessen, dass es sehr viel Business nur ist und deswegen war ich mit meinem Bruder gerade auch im Urlaub oder ich versuche auch mit meinen anderen Partnern auch mal zu sagen, ey, lass doch mal was Privates machen. Ich weiß nicht, wie ihr drei das sozusagen in eurer Konstellation macht. Ich weiß, ihr geht ja gerne mal Bowling spielen oder macht auch sowas, aber das ist, glaube ich, wichtig. Aber da würde mich mal eure Meinung oder wie ihr das so seht, weil das habe ich oft selber gemerkt. Finde ich super gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, viele Leute, die entweder familiär oder mit ihren besten Freunden so ein Business führen oder betreiben, assoziieren dann nur noch diesen Business-Aspekt, wie du sagst. Ne? Und dann hat man oft so dieses Gefühl, vielleicht auch so, oh, den würde ich jetzt am liebsten nicht nach der Arbeit nochmal treffen, weil ich dann das mit diesem Stress assoziiere oder so. Ne? Ja, ja. Und da finde ich auch wichtig, sehr wichtig, so ein Aber Was wie macht also sagst, habt ihr da Rituale oder macht ihr, habt ihr, redet ihr darüber oder klappt es bei euch trotzdem einfach, dass ihr privat was zusammen macht oder müsst ihr euch dazu wirklich zwingen oder sagt ihr, wir machen einmal die Woche mal was Privates? Oder? Also ich glaube, in dem Fall muss man auch manchmal einfach Glück haben, zum Beispiel wenn du die Veranlagung hast, dass gewisse Themen uns alle gemeinsam interessieren, sei es Autos, keine Ahnung, so Bowling. Mein Dad. Bowling-Profis. Das ist schwierig mit mir, glaube ich. Warum? Mein Welch Vater. Ist so competitive. Ja. Wir sind, also mein Dad ist schon sehr, 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 so hat diesen Wettkampfgedanken extrem in sich. Ja, ne? Das ist auch er will immer gut sein, so weißt du, egal was er macht, so selbst in so Sachen, wenn es um Bowling geht, da sowas endet jetzt nicht, also es endet auf gar keinen Fall im Streit oder jetzt in so aber aggressiven Auseinandersetzungen, aber. Es wird nichts aber geschenkt. Es ist schon so ernst und dann ist der Gedanke auch, aber es macht auch Spaß, weißt du? Also genau das lässt dich ja den Moment genießen, finde ich so persönlich, und so ein bisschen auch abschalten, weißt du? Du bist dann voll fokussiert nur auf diese Sache, so wie wir heute uns hinsetzen und mal über diese Themen sprechen.
ne? Ohne am Handy zu sein, ohne auf irgendwelche SMS oder WhatsApp oder kurz mal Insta abchecken und sowas. Genau solche Momente lassen einen ja im Moment leben. Und ich glaube, davon braucht jeder Mensch viel, viel mehr, als er überhaupt denkt. Fußball ist auch so einer der wenigen Momente, wo ich mal 1,5 Stunden ohne Handy bin und voll in der Konzentration bin. Also an nichts anderes denke. Ne? Ich denke nur an den nächsten Spielzug, an das nächste Tor. Mhm. Und das hat man heutzutage selten. Im Alltag ganz, ganz schwierig mit einem Handy in der Hand und so. Ja. Oder TikTok auch hier und da. Ne? Aufmerksamkeitsspanne, Fokus. Diese Fähigkeit, rein zu zoomen und raus zu zoomen in deinem Leben, ist, glaube ich, extrem wichtig. Vor allem, wenn du jetzt, wenn man jetzt so reflektiert, ne? Wo will man eigentlich hin, was will man machen, mit wem, warum, raus zu zoomen, die gesamte Erdkugel zu sehen und zu verstehen, hey, das Problem, was ich heute habe, ist eigentlich zu lösen über die Zeit, oder wenn es nicht zu lösen ist, dann scheiß drauf. Und wieder rein zu zoomen, quasi in solche Momente, wo du competitive bist, wo du gewinnen willst, wo du einfach nur überlegst, was ist jetzt kurzfristig die nächste Sekunde der richtige Schritt. Dann aber auch wieder auf sein Leben zu gucken, raus zu zoomen und zu sagen, wenn das jetzt ein Schachfeld wäre, das ist der nächste wichtige und richtige Immer Zug wichtig, für mein Leben. Und ich glaube, diese Momente im Leben sind extrem wichtig. Und da immer rein und raus zu zoomen, ist extrem geil. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Du automatisch mit meinem Bro haben wir viele Themen zusammen, die uns gemeinsam interessieren. Er bringt immer neue Einflüsse auch bei mir rein. Er ist so ein Mensch, er verfolgt sehr viele Trends. Ich bin so in meinen Abläufen, ich bin so extrem, wenn ich mich für etwas interessiere, dann sehr doll, und dann blende ich immer oft viele andere Sachen eher aus. Das interessiert mich dann eher weniger. Phil ist so jemand, der sich allgemein mit sehr vielen Dingen beschäftigt. Und wenn wir dann zusammenkommen, ist er eher derjenige, der mir immer so Informationen bringt. Ja, habe ich auch gemerkt. Das macht mir so zum Beispiel auch Spaß, quasi in dem Bereich mich auszutauschen, jetzt konkret auf meinen Bro bezogen. Aber es kommt dann schon eher automatisch bei euch. Also es gibt da kein wirkliches Tool oder kein Ritual. Keine also ihr habt Glück, dass ihr euch einfach so gut versteht und dass automatisch auch private Einflüsse sozusagen mit reinkommen. Ich glaube, wir sind halt so teilweise mega unterschiedlich, was einige Sachen angeht, aber dadurch entsteht so ein interessantes Tandem, was sehr gut synergiert, würde ich jetzt so sehen. Wir sind schon insgesamt sehr unterschiedlich. Genau, durch die Unterschiede, aber auch durch die gemeinsamen Interessen verknüpft das dann halt alles wieder. Ja, ist schon auch was Besonderes und Cooles. Ne? Also gibt es heute selten, also so, dass zwei Brüder und der Vater so eng zusammenarbeiten, ist auch, also ich kenne keine andere Family, in der das so ist, und ich kenne eine Menge Leute, das habe ich euch auch oft gesagt, das ist eine richtig coole Sache, und dass euer Dad immer noch so auch aktiv an auch sich interessiert, ne? Und so an modernen Sachen aufgeschlossen. Das habe ich aber auch. Wenn du das mit anderen Vätern vergleichst, dann könnt ihr echt happy sein, dass er so cool noch ist für sein Alter, so modern. Das macht ihn natürlich selber auch jung und, glaube ich, erfolgreich. Und er guckt über den Tellerrand hinaus, weil er zwei Söhne hat, von denen er viel lernt. Aber ihr von ihm, das ist eine richtig coole Sache. Auf jeden Fall. Und nochmal auf den Punkt, also wir planen das nicht, wir haben jetzt keine festen Termine oder sowas. Es entsteht organisch, aber dann wiederum, mein Dad interessiert sich für Autos, aber war jetzt einmal mit mir auf der Rennstrecke so, da sind wir mal gefahren. Das war ihm dann wieder zu doll. Ne? Also, ich weiß noch, wo wir mit dem Ferrari damals gefahren sind, dieses Video, wo ich hinten saß. Ja, ja. Und er immer so, Artem ist über 300 gefahren, ich, er hat immer so gemacht, so oft. So. Hab mich so angetippt. Ja, ja. Und ich habe es gefilmt, so ein geiles Video. Er hat nichts gesagt, aber immer so mit über 300 einfach überholt. Wir sind auch mal mit ihm mit dem GT3 und dem Turbo S in Leipzig auf der Teststrecke von Porsche gefahren, war auch crazy. Aber da hat er Vollgas gegeben, also wie er konnte halt, ne? Das Rennstrecke, das andere war Autobahn, zwar frei natürlich, die Autobahn, aber anderes. Das war was anderes. Wenn man selber nicht fährt, dann kennt man das so, ne? Stimmt, daran kann ich mich noch erinnern. 320 oder so sind wir gefahren, ne? Es gibt auch ein Video davon, ich weiß, müssen wir mal raussuchen, aber irgendwo habe ich es gepostet. Manchmal ein schwieriger Beifahrer, ab und zu. Gut, dann muss man natürlich auch sagen, so Thema, vor allem Thema Eltern, wenn man sich mit dem Thema so seine eigene Kindheit, so vielleicht Triggerpunkte, so, es gibt Dinge, die lösen einfach in einem etwas aus. Sei auch Sicherheitsgedanke. Oder so zum Beispiel, wenn die Eltern sich früher gestritten haben. Es gibt immer Dinge, die dich als Kind
etwas traumatisieren. Mal mehr, mal weniger. So. Und es gibt natürlich auch Dinge, wo ich sagen muss, es ist teilweise für mich immer noch schwer, sehr, sehr lange Zeit, ne, in einem Raum mit meinen Eltern, meinem Vater. Es gibt Themen, da fühle ich mich einfach frei, da bin ich so einfach gern und die Zeit vergeht automatisch. Aber es gibt auch Punkte, wo ich sagen muss, wenn ich jetzt diese Energie zu lange spüre, wird es für mich anstrengend, wird es für mich schwer. Das heißt, bei unserem Dad ist es immer so, wenn wir mit dem über so ernste Themen sprechen oder so über Vorankommen, Karriere, keine Ahnung, es endet immer in so einem, in so einer Philosophiestunde, so, weißt du, so absolut so grundsätzliche, aber er liebt philosophische das Manifeste, so, weißt du, an bei so Mikroben, Seneca, und so, wie sie sich verhalten dann irgendwann so gefühlt, ja, weißt du, so ein bisschen so die Richtung. Also so immer Weltpolitik, ja, immer Seneca, immer so Stoizismus und sehr, sehr wild. So, ne? Hey, ich wollte also mal was fragen. Ja, ja. Deine Gartfrage. Ist so. Manchmal, dann guckt so zwei man so, Stunden später. Man guckt so, man telefoniert schon 45 Minuten, ja, und man endet immer so in so einer, ja, wie verändern wir jetzt die Welt? So, ja, so eine Geschichte, weißt du? Ich glaube aber, das. Wie ist die Welt entstanden? Ja, aber das spricht ja auch dafür, dass man versucht, etwas zu verändern, dass man versucht, weiterzukommen, dass man versucht, an sich zu arbeiten. Und das ist bei uns immer so, man versucht auch immer. Ich glaube, bei dir, Phil, ist es auch so, man versucht seinem Papa, seinem Vater auch immer gerecht zu werden und besser zu werden als sein Vater. In den Dingen zum Beispiel, man versucht, das, was er gestartet hat, noch zu optimieren, noch besser zu machen, der Antrieb so zu zeigen, hey, man will diese Anerkennung vom Vater haben. Das ist so, das ist bei mir sehr präsent, muss ich sagen. Ja, das ist ein schöner Gedanke. Das ist eine coole Motivation. Ja. Aber ja, habe ich auch ein paar Mal schon in die Richtung gedacht. So. Ja, ich glaube, das ist wirklich krass. Ne? Das ist auch, glaube ich, bei sehr vielen Leuten so, auch unterbewusst. Ne? Viele sagen ja so, ich bin niemandem in diesem Leben so Rechenschaft schuldig und so, ich habe nur Verantwortung von mir. Was eigentlich an sich ein richtiger Gedanke ist. Aber am Ende des Tages, glaube ich, auch die Leute, die ein gesundes oder nicht so gesundes Verhältnis zu ihren Eltern haben, wollen trotzdem so ihren Dad oder ihre Mom stolz machen. Ja. Das ist, glaube ich, vielen auch nicht bewusst teilweise. Ja, das kann sein. Aber klar, das ist ein tolles Gefühl, wenn Eltern auf einen stolz sind und so. Das merkt man immer wieder, wenn sich Leute, wo Nowitzki sich jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wo er dieser Hall of Fame aufgenommen wurde, wie er sich bei seinen Eltern nochmal bedankt hat auf Deutsch. So, das ist echt cool. Und habt ihr die Krawatte von seinem Vater gesehen? Einfach so eine Deutschland-Flagge, richtig geil, wie er da so saß. Und das fand ich sehr cool. Und da sieht man, bei allem Welterfolg, den er hatte, am Ende hat er ja auch gesagt, es geht alles auf seine Eltern zurück, weil ohne die wäre er logischerweise gar nicht da und auch nicht das, was er heute ist. Und das fand ich sehr cool und sehr bewegend und hat irgendwie so gepasst, so grounded, dass der Dad dann da sitzt. Sehr bodenständig. Da waren ja auch seine beiden Kinder von Dirk Nowitzki und er hat ja auch gesagt, wenn ich nur ein halb so guter Vater oder Elternteil bin wie ihr, dann bin ich zufrieden mit meinem Leben. Das finde ich schon sehr krass, so, weil halb so, also das halb so gut ist auch schon ganz schön weit weg. Aber ja, fand ich cool. Und auch dieses Thema so nach dem Motto, ich spreche jetzt Deutsch, damit meine Eltern das richtig gut verstehen, fand ich sehr authentisch und sehr cool. Daran hat man wieder mal gemerkt, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Wholesome Moment. Ja, safe. Schon geil. Safe. Wir sind jetzt knapp eine Stunde dabei, Jungs. Ja, heftig. Richtig, richtig geil. Ich glaube, in der Konstellation, also mir macht es persönlich sehr viel Spaß. Safe, also haben wieder coole Themen gesammelt. Mal gucken, was die Leute nächstes Mal so hören wollen. Und ich freue mich schon. Ich bin auf die nächsten Feedbacks auf deine Veranstaltung sehr gespannt. Ja, stimmt. Mal gucken, ob die Leute weiterhin so fleißig dranbleiben, ne? Und das weiterempfehlen. Das wäre natürlich eine coole Sache. Ja. Gut, ich glaube, nächstes Mal können wir auch so ein bisschen versuchen, für die Leute, die jetzt bei YouTube dabei sind, mal solche Sachen, wenn wir zum Beispiel jetzt über so ein Video von Dirk sprechen, dass man das vielleicht mit einblendet, dass man sich sowas mal zusammen mit dem Zuschauer anguckt, dass man auch live auf solche Themen reagiert. Ich glaube, das ist ganz spannend. Dafür das machen wir ja Videopodcast. Ne? Ja, an sich machen wir uns dafür ja den Aufwand und bauen hier die Kameras auf und sowas, weil also sonst hätten wir auch ganz easy auch nur schnacken können und dann Spotify oder so. Ja. Aber ich glaube vor allem. Wobei Spotify geht, habt ihr es jetzt eingestellt? Das können wir ja diesmal auch so holen mit Video. Mit Video.
Ja, weil es gibt auch Musikvideos, ne? Genau. YouTube, also der andere Podcast, wo ich war, dieser Konkurrenzlos, der ist auch mit Videos, auch cool. Ah, okay. Und das ist, ich glaube, Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall. Bisher haben wir das nur mit Ton gemacht. Okay. Mhm. Okay, aber ja, auch ein guter Punkt, auf jeden Fall. Ich glaube, das gibt dem Ganzen einfach einen Benefit, weil ich gucke mir auch gerne Podcasts an, wo die Leute zwischendurch mal irgendwie ein lustiges Video zeigen. Ich meine, Joe Rogan ist ja auch so mehr oder weniger bekannt geworden, weil er so dumme Videos immer eingeblendet hat. Keine Ahnung, ein Bär kämpft gegen einen Löwen oder so sowas. Virale Dinge dann irgendwann. Und dann redet er darüber. Dadurch ist er auch bei Social Media teilweise krass viral gegangen. Das können wir auf jeden Fall mit einbauen. Zurückgeschreckt vor bestimmten Themen, das stimmt. Ja. Alles, ne? So von Verschwörungstheorie bis wie irgendwelche Habib als Kind mit einem Bären kämpft, so gab's alles, ne? Ja, und so witzig. Ja, also absoluter das, Pionier auch, ne? Macht ja, das seit 15, 20 Jahren schon, krass. Bevor überhaupt die Leute wussten, was ein was Podcast ist. Ja. Also ja, die ersten Podcasts im Vergleich zu jetzt auch so witzig, ne? Naja, auf jeden Fall, er war auch eine Motivation für mich zu sagen, sowas machen. Ja, mal sowas zu machen. Ich finde es einfach lustig. Auch wieder Thema machen, ne? Wenn man einen Podcast machen will, einfach machen, so wie ja, einfach und anfangen. Dann, auch wenn es am Anfang holprig ist. Ja, auch wenn man jetzt vielleicht nicht, so wie man erwartet hat, alle zwei Wochen oder jede Woche einen richtig krassen Gast hat. Und deswegen sitzen wir hier, machen auch einfach unser Ding. Ich glaube, so kann das wachsen. Man muss eine Regelmäßigkeit reinbringen, genauso wie in deine Fitness, in deine Ernährung, in irgendein Geschäft, was du startest. Man muss einfach eine Regelmäßigkeit reinbringen und der Rest kommt meistens, wie du sagst, learning by doing, von alleine. Safe. Genau, und guck mal, Joe Rogan hat angefangen. So, keiner wusste, was ein Podcast ist. Er hat angefangen, ist heutzutage das größte Medienoutlet der Welt. Krass. Also echt? NBC ist das so? Und Fox News ist nichts dagegen. Mhm. Wahnsinn. Und dann kannst du dir mal überlegen, was für einen Einfluss so ein Mensch zum Beispiel hat, ne? Ja, krank. 100 Millionen, glaube ich, monatliche Zuschauer regelmäßig. Heftig. Das ist halt verrückt. Dagegen sind halt so Nachrichten mittlerweile ein Witz, ne? Ja, das ist krass, wie das umgeschwenkt ist. Und seit Corona, muss man auch sagen, viel mehr Podcast-lastig. Aber generell Social Media seit Corona. Aber sehr krass gestiegen. Joe Rogan, seine Marke, sein Podcast hat Spotify gekauft oder wie war das? Ja, oder die Rechte gekauft. Ich weiß nicht genau, wie es war, aber die haben die exklusiven Videorechte und kompletten Podcast-Folgen haben die Rechte für 100 oder 200 Millionen. Ich möchte nicht lügen, aber. Gut, das soll, sehr, sehr das soll unser Ziel sein. An dieser Stelle. Und die standen auch immer hinter ihnen, egal ob da ein Shitstorm war oder nicht. Ne? Ja. Kurz nachdem Spotify gekauft hat, gab es ja auch irgendwie Probleme mit irgendwas. Fresh. Ja, auf jeden Fall cool. John, hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. War mir eine Ehre, dass du auch mit euch zu quatschen. Rudi, danke. Sehr cool. Hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten Episoden. Ich mich auch. An dieser Stelle sind wir raus. Bis dann. Tschüss.